Es handelt sich hier definitiv um Plagiat. Moin Leute, ich bin's wieder, euer Tessiboy. Willkommen zum neuen Video. Das erste Video nach dem December. Sonntag wie gewohnt, diesmal wieder 12 Uhr. Ein neues Tessiboy-Video, wieder ein Wish-Produkt. Und zwar ist heute ein Produkt von der Würfelaktion angekommen. Und zwar das Beste, vermute ich. Und zwar geht's um Textilien. Die Versandzeit könnt ihr euch jetzt ja selber ungefähr ausrechnen. Also wir haben das Würfelvideo am 15. Ja, sind ungefähr 2 Wochen. 2 Wochen hat das Ganze gedauert, bis das Paket hier angekommen ist. Wieder eine klassische Wish-Verpackung. Ich würde sagen, wir packen direkt aus. Achso, ich hoffe, ihr habt Weihnachten gut überlebt. Ist jetzt das erste Video auch nach Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt nicht zu viel zugelegt. Nebenbei muss ich sagen, sorry für mein Katastrophen-Outfit und meine geile Frise. Aber wir sind ja mitten auf der Baustelle. Gevloggt wird fleißig und die Videos werden auch bald kommen. Wie genau, weiß ich immer noch nicht ganz genau, aber wir vloggen fleißig und ich versuche das zeitnah zu schneiden und dann überlege ich mir, wie genau wir das hochladen. So viel dazu. Also, wir packen es aus. Es ist nämlich die Helly Hansen Jacke. So sieht das Ganze von vorne aus. Wirklich gar nicht so schlecht. Und von hinten sieht die Jacke so aus. Also wir haben wirklich die klassischen Helly Hansen Logos. Ich vermute mal fast, dass das natürlich nicht original sein wird. Also, es handelt sich hier definitiv um Plagiat und nicht um Original Helly Hansen. Denn spätestens an diesem Waschzettel hier sieht man, dass das Produkt komplett China-Kram ist. XL bestellt. Das werde ich auf jeden Fall gleich nochmal nachprüfen. Die andere Jacke kam ja auch schon in der Faltengröße. Ganz kurz nur aus dem Schnitt. Mir ist gerade aufgefallen, das war mir gar nicht mehr so bewusst. Ich habe ja die Jacke bestellt. Zum einen kann ich jetzt direkt sagen, ich habe sie in L bestellt und XL bekommen. Mal wieder. Und was ich ganz verpennt habe, das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Und zwar folgendes. Ich habe diese Jacke hier bestellt. Von LEC. Ich habe aber eine Jacke von Helly Hansen bekommen. Also da hat Wish ja mal richtig gepennt. Es geht weiter mit dem Video. Und jetzt wieder die falsche Größe. Das wäre ja ganz schön traurig. Kurz zwischendrin, die Leute, die auf ein Paket warten, die Pakete gehen jetzt bald raus. Macht euch keine Sorgen, ihr braucht auch nicht fragen, ob das Paket schon los ist, wann es losgeht, etc. Euer Paket kommt, keine Sorge. Alle, von denen ich bis jetzt noch nicht die Einverständniserklärung habe, beziehungsweise die Adresse, schickt mir die unbedingt entweder per Mail oder per Instagram, damit ich euer Paket auch rausschicken kann. So, jetzt geht's weiter mit der Jacke. Ich würde sagen, wir fangen ganz klassisch an und schauen uns die Jacke erstmal im Groben an. Also, wir haben hier eine Polyesterjacke, würde ich sagen. Also, wir haben hier wahrscheinlich 100% Polyester. Das ist ja leider alles auf Chinesisch. Aber es ist halt dieses klassische Plastik. Wir haben links und rechts je eine Jackentasche. Genau. Auf der Vorderseite haben wir einmal das Helly Hansen Logo. Das ist ein Flock draufgestickt und irgendwie eine Klebereste zugeklebt. Das sieht nicht so richtig schön aus, muss ich sagen. Dann haben wir hier dieses Band, was auch eher minder qualitativ aussieht, leider. Genauso wie diese Plastik-Alu-Fake-Kappe. Auf der Rückseite haben wir das gleiche in groß sozusagen. Wir haben hier das Helly Hansen Logo, auch als Flock oder das ist richtig so Art, das fühlt sich an wie Folie. Also eine Folie drauf. Jo. Hier oben kommt schon mal das S entgegen, gleich wieder ein toter Faden. Machen wir die Jacke einmal auf. So, an der Innenseite haben wir auch das Neongrün. Wir haben eine Innentasche und das war's von drin. Auch hier sehr viel Plastik und auch hier seht ihr das, der Stoff ist nicht fest an dem Rückenteil. Ja, ich würde sagen, wir starten direkt zur Anprobe. So, ich ziehe die Jacke jetzt einmal über. Also ich habe jetzt ja XL bestellt. L sollte es eigentlich sein, aber das überprüfe ich nochmal. Ich will jetzt hier keinen Schwachsinn erzählen. So, erster Eindruck, sitzt wirklich ganz gut, fühlt sich auch gut warm an.
machen wir mal zu den Räumen. So sieht das Ganze jetzt aus. Ganz chillig eigentlich, muss man sagen. Finde ich echt ganz nice. Also Kapuze Sitz. Also für eine XL ist das eigentlich, passt mir perfekt. Ich schon XL tragen. Sport geht bald los auf meinem Vlog. Ja, also sitzt chillig. Ich weiß nicht, von hinten sieht das jetzt so aus, das Ganze. Kapuze wäre jetzt so. Kapuze ist also ein bisschen komisch geschnitten. Wenn ich jetzt die Arme runter mache, habe ich so eine Halbkapuze. Also ich kriege die auch nicht ganz über den Kopf. Oder müsste ich hier ein bisschen... ich kann hier ein bisschen zuziehen, dann sieht das Ganze so aus. Ein bisschen gekrüsselt, aber an sich ganz chillige Jacke. Und ich glaube, zu kalt wird sie auch nicht sein. Also so fühlt sich schon gut murmelig an. Ja, was rein. Also, da kann man nicht meckern. Bezahlt habe ich so viel. Und ich würde sagen, wir kommen zum Fazit. So, es gibt ein paar neue Änderungen auf meinem Kanal, bevor ich jetzt hier zum Fazit komme. Und zwar folgendes, es geht um die Gewinnspiele. Ich hatte anfangs überlegt, alles wirklich zu verlosen. Aber ich habe mir überlegt, dass manchmal feiere ich die Sachen einfach und will sie behalten. Bei der Jacke jetzt zum Beispiel, die finde ich wirklich gut und die würde ich gerne behalten. Ich denke, das ist kein Problem für euch, hoffe ich. Es geht ja vorwiegend um die Unterhaltung. Ich verlinke euch jedes Mal das Produkt unten in der Infobox. Wenn ihr es geil findet, könnt ihr es euch selber bestellen. Und manchmal, wenn ich sage, ich brauche es nicht, aber ich habe es getestet, um es im Video zu zeigen, dann verlose ich es trotzdem. Also heute gibt es keine Verlosung. Ich habe mir aber überlegt, bei den Wishcember-Videos sind ein paar Sachen immer noch nicht weg. Beziehungsweise hat sich niemand gemeldet und einige der Dinge würde ich gerne nochmal verlosen, das mache ich aber in einem darauffolgenden Video. Kommen wir jetzt zur Jacke. Fangen wir an mit Verarbeitung. Also die Verarbeitungsqualität ist, ja, geht so, muss ich sagen. Also wir haben hier im Detail wirklich ein paar Sachen, die nicht so schocken, wie zum Beispiel hier. Warum? Guckt hier unten jetzt ein Stück Band raus mit diversen Fäden auch noch dran. Und der Nupsi geht nicht weiter runter. Das ist doch, wie sieht das aus? Sieht doch scheiße aus, oder was? Dann haben wir ein paar Fäden. Dann zum Beispiel hier das Inlet ist wirklich gar nicht fest genäht. Das ist hier so total wackelig drinne. Die Tasche zum Beispiel innen ist auch sehr schlecht vernäht. Hier kommt mir schon direkt, ja komm, guck mal. Hier kommt mir direkt der nächste Faden entgegen. Hier mit den Fäden auch wieder das gleiche wie bei der anderen Jacke, die ich ja schon mal hatte. Die an sich ja nicht schlecht war, aber halt hier und da kleine Sachen. Dann dieses Sally Hansen Logo. Da sind auch, ich hole euch mal kurz dazu. So, hier, guckt mal das L. Das ist jetzt, hier sind irgendwie die Buchstaben doppelt drauf, seht ihr das? Warte, ich versuche das mal irgendwie scharf zu stellen. So, könnt ihr das sehen? Die Buchstaben sind hier irgendwie doppelt drauf und das ist halt, das kann man halt teilweise abziehen, den Flock. Also hier auch qualitätstechnisch und hier diesen Kleber, den ich meine. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Auf der Rückseite ist es noch besser zu sehen. Das zeige ich euch nochmal schnell. Und zwar hier, wo hatte ich das gesehen? Hier zum Beispiel. Das kann man ganz, das sieht man in der Kamera so gut wie gar nicht. Aber in echt sieht man das halt. Das ist halt billiger Flock wirklich. Der drauf ist auch hier oben zum Beispiel zu heiß drauf gebügelt. Hier die Kante. Man sieht es wirklich in der Kamera nicht. Also Verarbeitung gebe ich hier. Ja, sonst an sich fühlte sie sich relativ warm an. Der Reißverschluss ging jetzt super zu. Da gab es gar keine Probleme. Wir haben hier leider die Waschanleitung, ja 30 Grad nicht bügeln. Sonst kann ich hier leider auf der Karte auch gar nichts erkennen. Deswegen gebe ich hier 2 von 5 Testis. Kommen wir zur Funktionalität. Ja, ich habe sie jetzt nicht draußen getestet. Ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr auf längere Reviews Bock habt. Ich habe meine Videos ja immer so zwischen 10 und 15 Minuten und ich denke, eigentlich reicht das. Und da kann ich nur das verpacken, was ich euch immer erzähle. Deswegen, davon ab ist es jetzt 22 Uhr, schieß mich tot. Ihr würdet draußen jetzt auch nichts mehr sehen. Zur Funktionalität, also sie hat sich jetzt im ersten Moment gut angefühlt. Sie saß dafür, dass es eine XL ist und eigentlich eine L bestellt war und ich eigentlich auch L trage und XL, saß sie ganz gut. Was mich gestört hat, habe ich euch ja gezeigt. Die Kapuze ließ sich nicht so richtig über den Kopf ziehen, nur mit diesen Bändern und dann sah das so strange aus. Unten haben wir ja so eine Art Gummizug, dass es unten schön abschließt. Das finde ich super. Wir haben 3 Taschen, das reicht völlig, für mich zumindest völlig aus, weil ich trage sonst auch eine Hose mit Taschen. Deswegen da auch keinerlei Probleme. Und deshalb gebe ich hier für die Jacke 3 von 5 Testis. Ja, und kommen wir zum Verpackung und Versand. Ja, Versand habt ihr ja mitgekriegt, ungefähr 2 Wochen. Verpackung war wieder klassische Wish-Verpackung.
Was ich noch dazu sagen muss, sie stinkt gar nicht nach Plastik. 0%. Da haben die auf jeden Fall schon mal einen Vorteil. Das heißt, hier gebe ich glatte 3 von 5 Testis. Alter, wenn man nicht mal mehr 8 durch 3 rechnen kann. Das macht ein Gesamtergebnis von 2,6 von 5 Testis. Ja, ist doch in Ordnung. Also, klar, man könnte überall noch ein bisschen Qualität draufpacken und so. Ja, dafür, dass es ein Plagiat ist, ist es ja okay. Ja, Leute, wie gesagt, die Jacke gibt es heute nicht zu gewinnen. Die trage ich selber. Werdet ihr bestimmt im einen oder anderen Video noch sehen. Baustellen-Vlogs und andere Vlogs kommen online. Abonniert einfach meinen Kanal. Lasst einen Daumen nach oben da, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche Sonntag spätestens wieder. Es kann sein, dass diese Woche schon ein Vlog online kommt. Muss mal gucken, wie ich das mit dem Schneiden hinkriege. Und dann würde ich sagen, schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.